Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Jetzt in der Weihnachtszeit bekommt man in einigem Umfang herkömmliche Briefpost, Briefe und Postkarten. Ansonsten geht es Ihnen vermutlich so wie mir, oder es ist bei Ihnen noch mehr so, dass schriftliche Kommunikation in der Regel über elektronische Nachrichten abläuft, sei es im Wege der traditionellen E-Mail, sei es über Messenger-Dienste wie WhatsApp. Weil heute ein Großteil der Kommunikation über elektronische Wege verläuft, hat sich die Lehre von der Willenserklärung im allgemeinen Teil des BGB zu einer Lehre von der elektronischen Willenserklärung entwickelt. Lernziel der heutigen Einheit ist es, Ihnen zu zeigen, dass für die Lehre von der elektronischen Willenserklärung und von elektronischen Rechtsgeschäften Ähnliches gilt wie für die Lehre von E-Personen und von digitalen Rechtsobjekten. Alle diese Phänomene werfen interessante neue Probleme auf. Sie lassen sich aber letztlich ohne weiteres mit den traditionellen Begriffen und Regeln des BGB erfassen. Man muss nur die modernen digitalen Sachverhalte korrekt unter die hergebrachten Begriffe und Vorschriften subsumieren. Weil das so ist, lohnt sich am Anfang ein Blick auf die hergebrachten Regeln. Es wird Ihnen allen nicht neu sein, dass man bei der Willenserklärung einen äußeren und einen inneren Tatbestand unterscheidet. Man spricht auch von der Erklärung als äußerem Tatbestand und dem Willen als dem inneren Tatbestand. Sie wissen auch, dass der innere Tatbestand der Willenserklärung weiter zergliedert wird in den unverzichtbaren Handlungswillen, das Erklärungsbewusstsein, von dem man es genügen lässt, wenn es als potenzielles Erklärungsbewusstsein vorliegt, und den Geschäftswillen, dessen Fehlen nur zur Irrtumsanfechtung führt, aber nicht zum Grundtatbestand der Willenserklärung gehört. Und Sie wissen, dass man bei empfangsbedürftigen Willenserklärungen über diesen äußeren und inneren Tatbestand einer Erklärung hinaus fordert, dass die Erklärung willentlich abgegeben und in den Verkehr gebracht worden ist vom Erklärenden und dass sie dem Erklärungsempfänger zugegangen ist. Alle diese Tatbestände können nun ohne weiteres auch auf elektronischem Wege verwirklicht werden. Es ist zunächst klar, dass eine elektronische Erklärung nach dem maßgeblichen objektiven Empfängerhorizont als rechtsgeschäftliche Willenserklärung erscheinen kann. Eine bestimmte Form erfüllt sie nicht ohne weiteres. Elektronische Erklärungen bieten zunächst mal keine besondere Gewähr dafür, dass der angeblich der Absender ist, auch tatsächlich Urheber dieser Erklärung ist. Es lassen sich beispielsweise E-Mail-Absenderangaben mit sehr geringem Aufwand fälschen. Deswegen fordert der Gesetzgeber, damit eine Erklärung auf elektronischem Wege der Schriftform genügt, die qualifizierte elektronische Signatur. Darüber werden wir das nächste Mal sprechen. Ansonsten sollten Sie sich schon jetzt merken, auch wenn eine elektronische Erklärung vielfach durch Buchstaben zum Ausdruck kommt, insofern also durch Schrift, ist sie keine schriftliche Erklärung im Sinne des BGB, weil sie keine Gewähr für die Person des Ausstellers bietet. Sie genügt nur der Textform nach 126 BGB, die in manchen verbraucherschützenden Vorschriften gefordert wird. Es ist auch klar, dass der innere Tatbestand der Willenserklärung bei Abgabe einer Erklärung auf elektronischem Wege erfüllt sein kann. Wenn ich eine E-Mail absende, auf den Sendeknopf drücke, dann kann ich das mit Handlungswillen, Erklärungsbewusstsein und konkretem Geschäftswillen tun. Es kann natürlich im Einzelfall auch sein, dass ein Element des inneren Erklärungstatbestandes fehlt. Sie erinnern sich vielleicht, dass eine deutsche Politikerin mal von einer Erklärung, die allerdings keine rechtsgeschäftliche Erklärung war, behauptet hat, sie sei auf der Maus ausgerutscht und habe dadurch eine Erklärung abgegeben, die sie eigentlich nicht abgeben wollte. Wenn diese Darstellung zutrifft, wäre das möglicherweise eine Erklärung, die sogar ohne Handlungswillen abgegeben wurde, wenn das ein reiner Reflex war, durch den die Maus bewegt und der Klick vollzogen wurde.
Und wenn man irgendwo ins Feld geklickt hat, ohne sich klarzumachen, dass das zur Abgabe einer Erklärung führt, könnte das eine Erklärung ohne Erklärungsbewusstsein sein. Was das Erklärungsbewusstsein angeht, gibt es allerdings Vorschriften des BGB, die versuchen, Erklärungen ohne Erklärungsbewusstsein zu verhindern. Da ist vor allem 312j Absatz 3 BGB zu nennen, der bei längeren Bestellvorgängen, wo man also sich durch ein Formular nach dem anderen durchklickt, sicherstellen will, dass dem Kunden, dem Verbraucher klar ist, an welcher Stelle er die definitive Erklärung abgibt, also tatsächlich einen Vertrag abschließt, indem dieser Button, mit dem man dann wirklich die Erklärung abschließt, besonders gekennzeichnet sein muss. Dass jemand dennoch mal ohne Erklärungsbewusstsein handelt oder auch einem Irrtum unterliegt, ist natürlich allein durch solche Vorschriften nicht auszuschließen. Sehen wir uns die Regelungen zur Abgabe und Zugang von Willenserklärungen etwas genauer an. Eine Willenserklärung, die empfangsbedürftig ist, wird nur dann wirksam, wenn sie zunächst vom Absender abgegeben, das heißt willentlich in Verkehr gebracht und in die Richtung auf den Empfänger gesendet wurde, und zweitens, wenn sie dem Empfänger auch zugegangen ist. Sie kennen die Regel des Paragraphen 130 BGB und Sie wissen, dass man unter Zugang versteht, dass erstens die Erklärung in den Machtbereich des Empfängers gelangt ist, klassisch beim Papierbrief, also in seinem Briefkasten gelandet ist, und zweitens, dass nach der Verkehrssitte anzunehmen ist, dass er auch davon Kenntnis nehmen konnte. Dies ist als eine bloße Verkürzung zu verstehen. Es soll also dafür gesorgt werden, dass nach einer gewissen Zeit auf jeden Fall der Zugang erfüllt geschehen ist, auch dann, wenn der Empfänger die Nachricht tatsächlich nicht zur Kenntnis genommen hat. Wenn er vorzeitig die Nachricht zur Kenntnis nimmt, ist damit immer der Zugang eingetreten. Das heißt, wenn ich Ihnen heute um 10 abends eine Willenserklärung in den Briefkasten werfe, dann geht die zunächst nicht zu, weil sie zwar in ihren Machtbereich gelangt ist, aber nach der Verkehrssitte nicht damit zu rechnen ist, dass Sie jetzt Ihren Briefkasten leeren und Kenntnis nehmen. Wenn Sie das aber tun und heute Abend noch die Erklärung lesen, dann ist sie damit auch zugegangen, obwohl Sie dazu nicht verpflichtet gewesen wären und das auch nicht zu erwarten war. Diese Regel wird angewendet auf die Erklärung unter Abwesenden nach § 130. Für Erklärungen unter Anwesenden hat § 130 keine Regelung. Da wird angenommen, dass die Erklärung dann, wenn sie tatsächlich vernommen wurde, das heißt, wenn sie tatsächlich verstanden wurde, sie auch zugeht. Wobei man zum Teil es genügen lässt, dass nach den für den Erklärenden wahrnehmbaren Umständen anzunehmen ist, dass die Erklärung richtig wahrgenommen wurde. Jedenfalls heißt diese Regelung, dass das Risiko für den Erklärenden höher ist, denn seine Erklärung geht nicht zu, auch wenn er klar und deutlich gesprochen hat, kann es sein, dass sie eben tatsächlich nicht wahrgenommen wird. Und dann kann er eben keinen Zugang erzwingen, während bei der Erklärung unter Abwesenden, dadurch, dass ich die Erklärung in den Machtbereich des Empfängers bringe, ich in der Regel zuverlässig für Zugang sorgen kann. Die Regelung des Paragraphen 130 BGB ist nun nicht ganz vollständig. Die herrschende Auffassung wendet Paragraph 130 analog an auf verkörperte Erklärungen unter Anwesenden, also nicht die gerade erwähnte Vernehmungstheorie, sondern die Zugangsregelung des 130 soll gelten, wenn ich beispielsweise jemandem, dem ich persönlich begegne, einen Brief überreiche. Dann ist er damit im Machtbereich des Empfängers und geht zu, wenn er, wenn mit der Kenntnisnahme zu rechnen ist. Bei Erklärungen unter Abwesenden soll nach herrschender Auffassung immer Paragraph 130 anzuwenden sein. Mit dieser Auffassung fangen schon die besonderen Probleme des digitalen Bereichs an, denn gerade mit Blick auf digital oder jedenfalls technisch vermittelte Erklärungen wird vertreten,
dass eigentlich in 130 mit der Formulierung eine unter Abwesenden abzugebende Erklärung gemeint ist oder verstanden, darunter verstanden werden sollte, eine verkörperte Erklärung. Nach dieser Auffassung ist also nicht zu unterscheiden nach dem Wortlaut zwischen Erklärung unter Anwesenden und unter Abwesenden, sondern man soll das so verstehen, als stünde da verkörperte und nicht verkörperte Erklärungen, wobei Verkörperung nicht wörtlich zu nehmen ist. Wir haben ja uns schon vielfach damit beschäftigt, dass elektronische Gegenstände, elektronische Informationen keine Sache, kein körperlicher Gegenstand ist. Mit körperlich ist hier gemeint, gespeichert, irgendwo dauerhaft gesichert, im Gegensatz zu flüchtiger Information wie dem gesprochenen Wort. Und nach dieser Auffassung soll im Allgemeinen nur unterschieden werden zwischen verkörperten Erklärungen, für die soll nach 130 der Zugang erforderlich sein, also dass diese Verkörperung oder die elektronisch gespeicherte Information im Machtbereich des Empfängers ist und mit Kenntnisnahme zu rechnen ist. Und für jede flüchtige Information, jedes gesprochene Wort soll die Vernehmungstheorie gelten, also auch für das am Telefon gesprochene Wort oder für das Wort, das zum Beispiel über Skype oder Zoom erklärt wird. Das scheint mir eine sinnvolle Lösung zu sein, auch wenn sie den Wortlaut des Paragraphen 130 etwas gegen den Strich liest. Anderes Problem, das sich im Zusammenhang mit elektronischen Erklärungen stellt, ist die Frage nach der Möglichkeit eines Rückrufs einer elektronischen Erklärung. Das ist nicht zu verwechseln mit dem Widerruf nach 130 Absatz 1 Satz 2 BGB. Es ist vielmehr gerade die Frage, wie sich so ein Rückruf oder eine Rückrufmöglichkeit auswirkt. Man könnte ja meinen, eine Erklärung, die ich noch zurückrufen kann, ist möglicherweise noch gar nicht abgegeben, weil ich sie noch gar nicht endgültig in Verkehr gebracht habe. Das wäre aber falsch. Wenn so eine Erklärung schon gelesen werden kann, dann ist sie auch schon abgegeben, denn es ist ja dann nicht mehr in meiner Hand, ob sie nicht, bevor ich sie löschen kann, vom Empfänger schon gelesen wird. Also an der Abgabe einer solchen Erklärung ist kein Zweifel. Es ist beispielsweise eine WhatsApp-Nachricht sofort abgegeben. Nicht erst, wenn die 7 Minuten um sind, in deren man sie noch löschen kann. Ob sie zugeht, hängt von den allgemeinen Regeln ab, nach der eben dargelegten Meinung, also allein davon, ob sie in den Machtbereich des Empfängers gelangt, das heißt auf seinem Telefon oder seinem Rechner erscheint und ob nach der Verkehrssitte mit der Kenntnisnahme zu rechnen ist. Bei E-Mails und auch bei anderen elektronischen Nachrichten kann sich die Frage stellen, wie und an welche Adresse sind sie zu liefern? Geht eine Nachricht damit, dass sie an meine E-Mail gesendet wird, zu? Ist sie dann zumindest in meinem Machtbereich, sodass der Zugang möglich ist? Ist das vielleicht nicht bei allen E-Mail-Adressen so? Das sind Fragen, denen wir jetzt im Folgenden noch nachgehen werden. Fangen wir an mit dem ersten Fall. Es geht um einen Kauf eines Buchs. Damit das Ganze ein bisschen rechtsgeschichtlichen Glanz bekommt, habe ich das ein Buch von Bernhard Windscheid sein lassen. Also M hat seine Ehefrau F sein privates Mailpasswort überlassen, damit sie seine Mails mitlesen kann. Sie öffnet jetzt eines Tages das Mailpostfach und findet da im Ordner Entwürfe eine Nachricht des M, mit der er ein Kaufpreisangebot für ein antiquarisches Buch, eben ein Buch von Windscheid, annimmt. F vermutet, dass er das nur versehentlich nicht abgesendet hat und sendet nun die Mail. Der Vertrag kommt also aus Sicht des V anscheinend zustande, aber M will später nicht bezahlen. Er sagt, er hat das Buch inzwischen schon anderweitig bekommen. Sie sehen gleich, das ist ein Fall, der sich eng anlehnt an den eingangs schon erwähnten Fall, dass jemand einen Briefentwurf oder einen fertig geschriebenen Brief auf dem Schreibtisch findet und ihn absendet, obwohl das der Verfasser nicht wollte. Zur Lösung des Falles prüfen wir natürlich einen Anspruch des V gegen M auf Bezahlung des Kaufpreises aus 433 Absatz 2 BGB. Es geht also um die Frage, ist zwischen V und M ein Kaufvertrag über dieses Buch von Windscheid zustande gekommen? Das ist dann der Fall, wenn es dazu zwei übereinstimmende Willenserklärungen gibt. Was das Angebot des V angeht, kann man im Lichte dessen, was ich vorhin erklärt hatte, daran zweifeln, ob die Erklärung zugeht dadurch, dass sie an eine private Mailadresse geschickt wird. Nach einer verbreiteten Auffassung
ist nicht jedes Postfach dazu geeignet, geschäftliche Erklärungen entgegenzunehmen. Und wenn dann eine rein privat und nicht geschäftlich genutzte Mailadresse vertragliche Willenserklärung übersendet wird, dann soll das dazu führen, dass sie zwar wohl im Machtbereich des Empfängers ist, dass aber nach der Verkehrssitte nicht mit einer Kenntnisnahme zu rechnen ist, niemals, sodass die Erklärung nicht ohne weiteres zugeht. Einerseits denke ich aber, dass die meisten Leute heute prinzipiell bereit sind, auch geschäftliche Mails per E-Mail zu empfangen, dass sie auch geschäftliche Dinge über E-Mail und über ihre private E-Mail-Adresse abwickeln, soweit es um Geschäfte für private Zwecke geht, so dass man das häufig bejahen wird können, diese Widmung. Jedenfalls aber geht es ja nur um die Frage, ob mit einer Kenntnisnahme zu rechnen ist. Und entsprechend dem, was ich vorhin schon gesagt hatte, ist ja das immer nur dann relevant, wenn der Empfänger in Wirklichkeit nicht Kenntnis genommen hat. Ist die Nachricht in seinem Machtbereich und hat er dann auch tatsächlich Kenntnis genommen, kommt es nicht mehr darauf an, ob damit nach der Verkehrssitte zu rechnen war, dann ist die Erklärung damit wirksam geworden und so ist das hier. Also das Angebot des V ist sicherlich wirksam erfolgt. Frage ist, hat es M auch angenommen? Dazu ist natürlich zu sagen, dass M die Willenserklärung nicht abgegeben hat, denn er hat nicht willentlich diese E-Mail in Verkehr gebracht. Frage ist also, wie ist es zu werten, dass es seine Frau tut? Und die herrschende Meinung behandelt das analog der Erklärung ohne Erklärungsbewusstsein. Hier eine Abgabe ohne Erklärungsbewusstsein oder überhaupt keine Handlung zur Abgabe. Und insofern kann man sagen, ist unser Fall ähnlich wie die Trierer Weinversteigerung und mag den Titel der heutigen Vorlesung Weinversteigerung 2.0 rechtfertigen, auch wenn der Fall eben inhaltlich keine Ähnlichkeit mit der Weinversteigerung aufweist, sondern mit Fällen eben der Absendung eines Papierbriefs. Wenn das eine Erklärung ohne Erklärungsbewusstsein ist, dann kommt es nach herrschender Auffassung darauf an, ob die Erklärung, ob M hätte wissen müssen, dass die Erklärung abgegeben wird, ob er also potenzielles Erklärungsbewusstsein hatte, das setzt voraus, dass er hätte erkennen können müssen, dass eine Erklärung abgegeben wird. Davon könnte man hier sprechen, weil er ja immerhin seiner Ehefrau es ermöglicht hat, auf sein Mailpostfach zuzugreifen und insofern auch Mails über sein Mailpostfach zu versenden. Ich würde aber sagen, das allein reicht nicht aus. Man muss nicht annehmen, nur weil man eine Ehefrau hat, die aufs Konto zugreifen kann, dass sie auch eigenmächtig Mails versendet. Und insofern würde ich sagen, das war hier nichts, womit M rechnen musste. Und insofern hat er auch kein potenzielles Erklärungsbewusstsein. Dann wird der Fall also nicht gelöst wie die Trierer Weinversteigerung, sondern gegenteilig. Es kommt kein Vertrag zustande, der möglicherweise anfechtbar wäre, sondern es kommt überhaupt keine Willenserklärung des M zustande und damit kein Vertrag. Lösung zu diesem ersten Fall also kein Vertragsschluss und damit kein Anspruch des V gegen M. Schauen wir uns gleich einen zweiten Fall an. Sie sehen, ich mausrutsche auch gelegentlich. Da geht es um zwei Briefmarkensammler, die über WhatsApp-Nachrichten ihre Geschäfte machen, also Tauschgeschäfte machen. Jetzt sendet also der eine dem anderen L, dem M, das Angebot von ihm, eine Marke zum Preis von 5 Euro zu erwerben. Die kommt auf dem Smartphone des M an, aber was passieren kann, der Akku ist leer und M liest die Nachricht zunächst nicht. Er lädt dann über Nacht, am nächsten Morgen liest er das und nochmal am Abend sendet er dann seine Annahmeerklärung. Hier geht es also um die Frage, wie werden die allgemeinen Regeln über Kommunikation auf WhatsApp-Nachrichten angewendet und wie sieht es hier aus mit der Rechtzeitigkeit der Annahmeerklärung. Hier geht es um den Anspruch auf Lieferung der Marke, damit um einen Anspruch aus 433 Absatz 1 BGB. Und zunächst mal die Frage, ist das Angebot des L zugegangen, dass er da per WhatsApp übersendet hatte? Kenntnis wurde ja nicht genommen. Ich würde zunächst mal sagen, auch diese WhatsApp-Nachrichten sind als verkörperte Nachrichten und damit als Nachrichten, auf die 130 BGB anwendbar ist, anzusehen. Das ist zwar ein schnelleres Medium als E-Mail, aber es bleibt ja die Nachricht gespeichert auf dem Handy, ist nachzulesen, ist schriftlich vorhanden und insofern verkörpert. Also kommt es auf den Zugang an.
wenn die Erklärung auf meinem Smartphone auftaucht, dann ist sie in meinem Machtbereich, ich kann sie lesen. Und es stellt sich dann die Frage, wenn ich das nun nicht tue, weil mein Smartphone keinen Saft hat oder weil ich nicht drauf gucke, wann ist mit dem Zugang zu rechnen? Bei Mails sagt man spätestens am nächsten Morgen, wenn man den Computer anwirft, muss man die am Vortag aufgelaufenen Mails lesen. Bei WhatsApp-Nachrichten würde ich mich auf den Standpunkt stellen, dass damit zu rechnen ist, dass jeder, der ein Smartphone hat, auch damit spielt und dauernd drauf guckt, sodass man nach der Verkehrssitte annehmen kann, eine WhatsApp-Nachricht wird schneller gelesen. Das Smartphone macht ja auch in der Regel aufdringlich darauf aufmerksam. Deswegen wäre mit dem Zugang wohl schon kurze Zeit nach der Sendung zu rechnen, jedenfalls wenn sie über Tag gesendet werden. Hier ist ja tatsächlich gelesen worden, hat die Nachricht vielleicht auch solche blauen Häkchen bekommen und spätestens damit war das Angebot zugegangen. Aber nach meiner Auffassung eben wohl schon am Nachmittag, dadurch, dass sie eben auf dem Smartphone an sich verfügbar war und damit im Machtbereich des Empfängers. Er hätte ja auch, während das Smartphone am Kabel hing, mal gucken können. Schauen wir uns dann an, wie es mit der Annahmeerklärung aussieht. Da ist die einzige Frage die, ob sie rechtzeitig erfolgt ist im Sinne des Paragraphen 147 BGB. Auch da ist wieder die Frage, gilt nun das, was da über mündliche Erklärung und ausdrücklich auch für telefonische Erklärung geregelt ist, dass sie nämlich nur sofort angenommen werden kann, oder gelten die Regelungen für schriftliche Erklärungen? Man könnte sagen, WhatsApp ist doch so ein schnelles Medium, das ist so ähnlich wie ein Telefonat, da muss man sofort annehmen. Im Hinblick darauf aber, dass es eben um verkörperte Erklärungen geht, die auch eine Weile zu sehen bleiben, die man auch später noch ansehen kann, würde ich das für zu streng halten. Ich würde meinen, es ist ein Fall des 147 Absatz 2. Allerdings wird man auch hier die Fristen kürzer fassen müssen als bei Kommunikation über die Post oder auch über E-Mail. Und deswegen sagen, dass hier eine kurze Annahmefrist nur zu gewähren ist, sodass also eine Annahme erst am nächsten Tag und sogar am Abend des nächsten Tages viel zu spät ist. Ergebnis damit also für diesen zweiten Fall. Auch hier kommt kein Kaufvertrag zustande, weil das Angebot von L zu spät angenommen wurde. Damit gehen wir gleich zum dritten Fall über, wo es nochmal um das Problem der Eignung von Mailadressen geht und das anhand eines Falles, der in der Praxis gar nicht so selten vorkommt. Es geht hier um jemanden, der seine Versicherung kündigen möchte. Der hat also eine Hausratversicherung, die kann er 3 Monate vor Jahresende zum Jahresende kündigen. Er hat nun mit der Versicherung immer Kontakt über so ein Kontaktformular, wo man also keine E-Mails schreibt, sondern im Internet ein Formular ausfüllt und das dann wegschickt. Wenn er das macht, dann muss er seine E-Mail-Adresse nennen, dann bekommt er nach einer Weile eine Antwort, die von der Adresse noreply@vversicherung.de stammt und wo drin steht, wir melden uns demnächst telefonisch bei Ihnen. Und das passiert dann auch schriftlich, das heißt per Brief oder telefonisch. Jetzt möchte er kündigen und eine Kündigungserklärung schicken. Dafür war wohl das Kontaktformular nicht passend. Manchmal ist das ja so, dass nur bestimmte Arten von Gesuchen über das Kontaktformular geschickt werden können. Er wollte also eine richtige E-Mail schicken, fand aber keine Adresse auf der Homepage, hatte ja aber diese Empfangsbestätigung und drückte nun einfach auf Antworten und schreibt also an die Adresse noreply@vversicherung.de. Das sieht man beim Schreiben nicht unbedingt, weil die E-Mail-Adresse ja gar nicht unbedingt angezeigt wird. Stattdessen könnte da der Name aus dem Adressbuch stehen. Außerdem versteht nicht jeder, was noreply überhaupt heißt. Der N sagt also, mir ist das nicht aufgefallen. Ich weiß auch nicht, was noreply heißen soll. Und nun meint sie also, sie hätte ihre Versicherung gekündigt. Fragt erst im Januar nach, ist das denn mit der Kündigung wirksam geworden? Und die Frau sagt, wir wissen von nichts und Nachrichten an diese Mail, die können wir gar nicht lesen. Für das nächste Jahr, für das laufende Jahr 2020 läuft die Versicherung also weiter. Du kannst erst nächstes Jahr wieder kündigen. Frage, wie ist das zu lösen? Die Anspruchsgrundlage in diesem Fall ist ausnahmsweise mal nicht 433 BGB, sondern 1 Satz 2 des Versicherungsvertragsgesetzes. Da steht drin, dass der Versicherungsnehmer aus dem Versicherungsvertrag die Prämien zahlen muss. Das muss sie aber nicht beunruhigen. Ansonsten ist das ein ganz normaler Fall des BGB.
dass hier ein Versicherungsvertrag bestand und N zur Prämienzahlung verpflichtet war jährlich, ist kein Problem. Fraglich ist nur, ob dieser Vertrag durch Kündigung aufgelöst wurde. Und dazu wiederum nur die Frage, ob hier die Kündigungserklärung zugegangen ist. Und das ist nun wieder eine Frage der Widmung dieser Adresse für geschäftliche Erklärungen. Nach dem, was wir besprochen haben, wollte N gerade keine geschäftlichen Erklärungen auf dieser Nachricht, auf dieser Adresse empfangen. Deswegen ja auch no reply. Man wollte da keine Nachrichten empfangen. Insofern hat V natürlich gesagt, wir hätten das nicht gewidmet. Man muss aber bedenken, dass N immerhin schon Post, und zwar geschäftliche Post, von dieser Adresse bekommen hatte, nämlich immer wieder diese Empfangsbestätigung. Und aus deren Text ergab sich ansonsten nicht, dass sie auf diese Adresse nicht antworten soll, sondern der Text der Mails war ganz unauffällig. Man konnte also nur dann, wenn man sich die Absenderadresse genau ansah und Englisch konnte, erkennen, dass das keine Adresse war, die zum Empfang von Nachrichten bestimmt war. Insofern kann man sich gut auf den Standpunkt stellen, aus Sicht von N, und das ist die maßgebliche Sicht, war dies eine dem Empfang von geschäftlichen Erklärungen gewidmete Adresse, und damit geht die Kündigung zu in dem Moment, wo die Erklärung dort ankommt und dann nach der Verkehrssitte mit Kenntnisnahme zu rechnen ist, also spätestens wieder am nächsten Morgen. Ergebnis damit, obwohl diese Erklärung nie zur Kenntnis genommen wurde und wohl auch nicht zur Kenntnis genommen werden konnte, weil die Nachrichten an dieser Adresse eben gleich im August landen oder sogar gleich zurück gewesen werden, ist hier die Kündigung wirksam erklärt worden. Sie ist in den Machtbereich von V gelangt und es war auch nach der Verkehrssitte mit Kenntnisnahme zu rechnen. Wenn man sich das so vorstellt, dass die Nachricht irgendwo gespeichert ist, aber sie eben keiner anguckt, ist das ganz klar. Wenn es so sein sollte, dass die Nachricht gleich gelöscht oder zurückgewiesen wird und so nie wirklich im Machtbereich des Empfängers ankommt, müsste man das als eine Art der Zugangsvereitelung sehen, sodass man zwar vielleicht sagen könnte, die Erklärung ist nicht wirklich zugegangen, aber es ist nach 242 dem Empfänger verwehrt, sich auf den fehlenden Zugang zu berufen, so ähnlich wie dem, der seinen Briefkasten zunagelt. Ergebnis also auch hier kein Anspruch. Und damit sind wir schon am Ende dieses Falls und auch der heutigen Einheit. Die Abwandlung, wo es darum geht, ob sich an dem Ergebnis von gerade etwas ändert, wenn rechtzeitig eine Fehlermeldung angekommen wäre, direkt nach Zusendung dieser Erklärung, das würde ich Ihnen zur Wiederholung empfehlen. Dazu werde ich auch noch eine Wiederholungsfrage auf SudIP schreiben. Ansonsten wünsche ich erst einmal frohe Feiertage, alles Gute und wir sehen uns dann im neuen Jahr wieder. Dann geht es um den Abschluss formbedürftiger Geschäfte. Für heute vielen Dank. Thank you.